Die Android-Spielkonsole Ouya ist da. Wer im vergangenen Sommer bei Kickstarter $100 angelegt hat, bekam das Set aus Konsole und Gamepad jetzt zugeschickt. Ab Ende Juni will Ouya das Gerät, zumindest in den USA, auch über den Einzelhandel verkaufen. Auf der Konsole läuft Android 4.1 Jelly Bean. Derzeit sind 128 Spiele für die Ouya verfügbar. Alle Spiele sind in einer Free-to-Play-Version erhältlich und können vor dem Kauf der Vollversion ausprobiert werden. Dank XBMC und Co. soll die Ouya auch als Netzwerk-Medienplayer genutzt werden können. In der 300 Gramm schweren Ouya steckt eine Tegra 3 Quad-Core CPU von Nvidia mit 1 GB RAM und 8 GB Flash-Speicher. Die Konsole nimmt über Kabel oder WLAN Kontakt mit dem Internet auf, das Gamepad ist per Bluetooth angebunden. Das würfelförmige Gehäuse stammt vom Industriedesigner Yves Béard, der unter anderem den XO-Laptop der Initiative One Laptop per Child entworfen hat. Einen ausführlichen Test der Ouya bringt die CT in Ausgabe 14 2013.